Hallo und willkommen zur Klausurbesprechung Physikalische Chemie. Die erste Klausuraufgabe beschäftigt sich mit der Enthalpie und der freien Enthalpie eines Prozesses. Kalk kann in Wasser in Ionen dissoziieren, Calcium 2 plus Ionen, Carbonat 2 minus Ionen. Gefragt ist die molare Standardentropie, die freie molare Standardenthalpie und die Gleichgewichtskonstante dieses Prozesses. Wir betrachten die Reaktion sozusagen unter energetischem und entropischem Aspekt quantitativ. Zunächst wollen wir die Entropieänderung während des Prozesses ermitteln. Zunächst ermitteln wir die Reaktionsentropie als stöchiometrische Summe der Entropien aller beteiligten Stoffe. Wir erhalten eine positive Reaktionsentropie von 32,93 Joule pro Mol und Kelvin. Die Reaktion ist also endotrop. Zudem rechnen wir die Enthalpie aus, in ähnlicher Art und Weise als Differenz der Enthalpien der Produkte und Reaktanten. Wir erhalten eine positive Reaktionsenthalpie von 65,53 kJ pro Mol. Reaktion ist also endotherm. Die freie Reaktionsenthalpie können wir mit der Formel von Gibbs-Helmholtz ermitteln, Delta H minus T mal Delta S. Wir setzen die entsprechenden Werte ein in Kilojoule und erhalten eine positive freie Reaktionsenthalpie von 55,712 Kilojoule pro Mol. Die Reaktion ist also bei Raumtemperatur endergonisch, das Gleichgewicht liegt auf der linken Seite. Wo das Gleichgewicht genau liegt, können wir über diese Gleichung ermitteln. Wir können den Zahlenwert der Gleichgewichtskonstante als e hoch minus 22,475 oder 1,7 mal 10 hoch minus 10 ermitteln. Die Einheit der Gleichgewichtskonstanten erhalten wir aus dem Massenwirkungsgesetz zum Molquadrat pro Liter Quadrat.